Ja, die 2000 Schritte. Heute werde ich diesem Stapel da zeigen, was eine Harke ist. Könnt ihr es sehen überhaupt? Nee, ne? Bin ich ganz sicher hier. Das ist eine Harke. Zumindest ist ein Ende einer Harke. Das andere hat sich leider entfernt. Ja, ich habe jetzt das externe Mikrofon weggelassen, in der Hoffnung, dass man trotzdem was hört. Und ich habe ein bisschen mehr Weitwinkel gemacht, weil das war ja letzte, war nicht so gut, ne? Warte mal. Ich bin einfach Optimist. Das meiste, was ich anfasse, muss ich mich sowieso für runterbeugen. So, und da ich keinen Bock auf Brennnesseln habe, machen wir das einfach so. Ne? Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann muss der Berg eben zum Propheten. Ja, das lohnt sich doch schon, ne? Noch richtig große Klopper dabei. Da kann man schon mal anfangen mit zu arbeiten. Au! Und prompt hat es mich gestochen. Durch den Handschuh hindurch wieder mal. Was war's denn diesmal? Der kam gut durch. Ich tippe mal auf Brombeere. Na, für Brennnessel, die kommen da nicht durch. Aber die bösen Brombeeren, die hier in der Gegend leben, die können das. Ich glaube, hat noch keiner geantwortet, wo ich stachelsichere Handschuhe herkriege. Handschuh, stachelsicher. Au, und wieder. Ist das vielleicht noch derselbe, der im Leder vom Handschuh steckt? Weil scheint mir dieselbe Stelle zu sein. Das müssen wir jetzt mal untersuchen. Tja, sehen tue ich nichts hier. Vielleicht sticht mich das immer durchs selbe Loch. Nein, vermutlich nicht. Aber es gibt hier Brombeeren, feindliche Brombeeren, die sind böse. Da muss ich richtig zupacken. Schon spüre ich, wie die Schwäche meinen Körper durchströmt. Mit dieser Schwäche habe ich lange gearbeitet. Und wie ich mittlerweile sagen darf, erfolgreich gearbeitet. Denn sie durchzieht meinen Körper. Tja. Warum guckt ihr euch den Quatsch eigentlich schon wieder an? Ich frage mich immer, wessen Leben ist so öde, schal und leer, dass sie sich das wieder anguckt. Ich bin gerade eben wieder gepiekt worden an derselben Stelle. Ich glaube fast, ich sollte den Handschuh tauschen. Ist ja nicht so, dass ich nur einen Arbeitshandschuh habe. Nein, ich habe mehrere. Wenn der mich piekt, soll ich ihn vielleicht einfach mal durch die Waschmaschine kurbeln. Ich gehe mal eben andere Handschuhe. So, das hier sind eigentlich Winterarbeitshandschuhe. Aber ich hoffe, dass sie meine zarten Pianistenfingerchen auch vor, ja, Dornengesträuch, Brombeeren, Grizzlybeeren, Erdbeeren und ähnlichen Beeren schützen. Oha. Das zerbröselt einfach das Material. Liegt hier wohl schon so ein bisschen länger. Diesen Haufen habe ich ja auch nicht erst gestern aufgestapelt. Nein, es könnte vorgestern gewesen sein, wenn nicht noch schlimmer. Sträuch, überall Sträuch. Das bröselt mir zum Teil von den Bäumen herab. Ja, eigentlich alles bröselt von den Bonn. Wüsste gar nicht, wo ich sonst so ein Zeug herkriegen könnte. Irgendwo gesammelt habe ich es jedenfalls nicht.
mal ein Stück Bambus gefunden. Der hätte eigentlich auch gut. Nee, das ist kein Bambus, wollte gerade sagen. Hätte gut durch den Häcksler gepasst, aber nein. Bei Lichte betrachtet stimmt das gar nicht. Alle hangeln sie nach mir. Zum Glück war es die letzten Tage einigermaßen trocken. Dann sind sie nicht ganz so aufgeladen. Hui. Wenn ihr euch fragt, wo riecht man das Zeug ab? Einfach hier 300 Meter weiter beim, wie nennt man das, Wertstoffhof. Früher hieß das Müllhalde. Die nehmen das da kostenlos entgegen. Ja, wenn ich so einen Balken dazwischen habe. Ich wollte gerade sagen, die machen Grünabfälle draus, beziehungsweise das wird dann zu Mulch. Nein, nicht Mulch. Wie heißt das? Kompost. Kompost, komm. Ja, und ich weiß gar nicht, wenn sie sowas mit Farbresten drauf finden, ob sie da so glücklich sind. Können durchaus zickig sein. Ich meine, wenn sie mit zickig sein mehr Geld verlangen können, dann überrascht es einen nicht, dass sie das tun. Ja schon, kann ja schon weich treten hier. Das ist ja alles schon gebröselt. Ja. Ich überlege, ob ich das extra lege hier. Den Vierkantkram. Das fällt zwar auch alles schon auseinander, aber ja, ich traue der Bande nicht. Mir fällt bestimmt wieder irgendwas ein. Das hier sieht sehr nach Gartenabfall aus. Das kann man zwischen den Händen einfach zerbröseln. Das braucht man gar nicht zu entsorgen. Jetzt schmeiße ich auch das gute Holz schon darüber. Meine Güte. So ist es, wenn der Keks weich wird. Genau, ich schmeiße mir erstmal einen schönen Stapel dahin. Dann muss ich nicht so oft aufstehen. Ich glaube, das ist viel effektiver. Das kommt dahin, das kommt dahin. Früher warf man es weg, heute sortiert man es vor dem Wegwerfen. Ja, ja, die gute alte Zeit, die wesentlich alt, aber eigentlich gar nicht so gut war. Früher hatte man irgendwie weniger Stress. Aber, naja, sowas wie Zahnarzt war noch weniger spaßig als heute. So, da Plastik. Was mag das gewesen sein? Keine Ahnung. Aber es kann offensichtlich weg. Das sieht aus wie ein Stein. Ja, das kann man kurz und klein trampeln. Brennnesseln angeln nach mir. Das unterbinden wir gleich. Es ist wirklich mehr Staub als Holz. Das braucht man gar nicht entsorgen. Ja, kommt auf die Blumenbeete. Ja. Hier unten. Ich weiß nicht, wie weit der Kamerawinkel ist, aber so allmählich kommt man hier wirklich in Bereiche, wo man Butterboden drunter erwarten kann. Wie war das noch? Warum guckt ihr euch das hier an? Das ist doch noch ein
Knüppel. Glaubst du, dem kann man sich mir erstmal einen Zugang erschaffen? Ich hätte gehofft, heute mit der Heckenschere hier gar nicht mehr hacken zu müssen, als Hacker. Aber es sieht so aus, als müsste ich doch. Das hier waren alles mal Äste. Ja, was auch immer es mal war. Jedenfalls hat es seinen Aggregatzustand verändert. Okay, so machen die also Kompost raus. Ja, das werden immer mehr Balken, die ich hier eigentlich genauso liegen lassen kann. Und der Kram, wenn der einmal in den Rasenmäher kommt, ist der auch weg. So weit hingegen gibt ein schönes Klonk. Der Stein des Anstoßes hier. Aber der wird bewacht von Brombeeren und von Brennnesseln. Autsch. Geht das schon los. Ja, ich muss hier definitiv mit der Heckenschere rumheckenscheren. Ich glaube, das mache ich jetzt als allererstes. Sonst komme ich ja hier nicht weiter. Ja, ich weiß, albern. Ach nee, da bin ich ja auch was Großes noch drunter. Hier übrigens, das ist ein Teil dieses Baums hier. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Ich habe ihn immer nur als Trompetenbaum bezeichnet, gehört. Ja, den habe ich irgendwann in Garaus gemacht, weil die Blätter kommen sehr, sehr spät im Jahr. Dann aber auch sehr, sehr heftig. Ich muss mich wieder hinhocken. Dann aber auch sehr heftig. Und das Problem ist, so schön der auch aussieht, die Blätter wachsen sozusagen schneller als die Äste. Das heißt, man hat sehr schnell einen Riesenbaum mit ganz, ganz viel Laub. Sieht toll aus. Und dann brechen die Äste unter ihrem eigenen Gewicht ab und stürzen zu Boden. Beziehungsweise, da ist die Mauer, könnt ihr sehen. Auf der anderen Seite ist die Schnellstraße und Fahrradweg. Und bei meinem Glück fällt dann irgend so ein riesiger Ast des Nächtens auf den Fahrradweg und massakriert irgendeinen Vergnügungssüchtigen auf dem Drahtesel. Das hat er zwar im Zweifel verdient, was fährt er auf Fahrrad, aber nicht ich bin dann der, den sie dafür dran kriegen. Ja,
Das ist das Tückische an Brombeeren. Die klettern auf Äste, um sich dann von oben auf ihre Opfer herzustürzen. So, hatte den Kameraden Hosenschere, würde ich fast sagen, ne? Kann ich mich hier schon hintrauen? Brombeeren und Brennnessel sind gefährliche Tiere. Da guckt man besser dreimal genau nach, ob sie auch wirklich tot sind. Habt ihr zufällig auch so ein Gefühl der tiefen inneren Befriedigung, wenn man beim Metzeln zugucken kann? Säbelfisch für alle. Puh. So, der Säbelei reicht mir, glaube ich, für heute. Mal gucken hier. Der Säbel.
der lauert auf mich. Der auch. So, Handschuhe wiederholen. Den Rest kann ich dann nämlich quasi im Sitzen erledigen. Mein Rücken freut sich auch schon über die vorgebeugte Haltung eben. Das mag der total gerne. Schmeiße ich links rum oder schmeiße ich rechts rum? Ich glaube, ich schmeiße vorwärts. Ja. Siehst du, so kann man viel besser arbeiten im Sitzen. Hilft total, wenn man das Ding auch trifft. Yep. Guckt ihr immer noch dem armen alten Mann zu? Kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe allerdings in der Vergangenheit auch festgestellt, dass anderen Leuten beim Arbeiten zu gucken und selber nichts tun zu müssen, total entspannend sein kann. Hopp. Und hopp. Ihr guckt ja total nach unten, ne? Mal. So. Ich glaube, das ist besser. So, das glaube ich war der Kram mit den größeren Sachen. Hier überall schon wieder die Motorradräder. Motorradräder, tolles Wort. Da werde ich mich wahrscheinlich auch gleich noch dazu gesellen. Entweder mit dem Bock oder mit dem LTV durch die Gegend knattern. Das ist übrigens Samstag. Selten genug, dass ich für dererlei Unfug hier Zeit habe. Hauch! Ich habe eben übrigens vom Hocken hier Rückseite der Unterschenkel habe ich sehr intensiv gespürt. Wie heißen die Muskeln da? Konduktoren, Motivatoren, Dementiatoren. Irgendwas mit Tor, denn nur ein Tor würde sich sowas antun. Bei schönem Wetter knechten, wenn er nicht muss, sondern bestenfalls kann. So, den Kleinkram lasse ich liegen. Ne, sowas hier und sowas, da macht der Rasenmäher nämlich Sägemehl draus. Das geht eigentlich auch mit den Holzstücken. Die sollte ich mal übereinander stapeln, dann mit Mäher einmal drüber fahren. Dann sind die auch alle Sägemehl. Dann brauche ich sie nicht zu entsorgen. Ja, der Rasen wirkt ein bisschen trocken, finde ich. Aber hier, das Wichtigste am Hänger. 11.23 TÜV gekriegt. Ja, gut. So, das war das. Boah. Hier klebt ein Futter drin. Ich muss meine Arbeitshandschuhsammlung mal durchforsten. Da finde ich bestimmt irgendwas, was noch ein bisschen besser geeignet ist. Oder ich muss mal in richtige Arbeitshandschuhe investieren. Guck mal, hier habe ich jetzt nämlich ein Brustgeschirr dran. Weil gestern das auf dem Kopf. Hat sich nur begrenzt bewährt. Ja. Und glänzt der Schweiß? Ich vermute mal ja. Wow. 26 Minuten. Also für 1000 Schritte reicht das lang und schlapp. Und hinterher kommt auch irgendwas dabei raus, statt immer nur in der Gegend rumzulaufen, die man sowieso schon kennt. Danke jedenfalls fürs Reingucken. Wieder mal. Fortsetzung folgt irgendwann. Mir gruselt schon davor, ist da drüben der Müllhaufen dran. Auch mit diesem Hänger und dann wird es interessant. So, frohe Verrichtung, sagt der Mann, der seine Kamera selber ausschalten muss. Und zwar mit diesem Knopf, der sinnigerweise oben drauf ist.